Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz zum Meisterschaftsspiel SV Nierfeld gegen Hertha Wahlheim. Ja, für unsere Jungs heute nochmal ein immens wichtiger Dreier. 5:1 am Ende, sehr deutlich von den Zahlen her. Ich glaube, das Ergebnis ist sicherlich das ein oder andere Tor zu hoch ausgefallen. Ja, Wahlheim ging kurz nach Spielbeginn in der 15. Minute schon in 1:0 in Führung. Dann aber haben unsere Jungs Moral gezeigt, vor der Halbzeit das Spiel noch gedreht und dann mit einem ganz schnellen Doppelpack nach Wiederanpfiff dann für den Grundstein gesorgt, dass, oder den Grundstein gelegt, dass es dann am Ende auch dann noch so deutlich wurde. Ja, ich begrüße zunächst mal unseren Gästetrainer Daniel Formberg, zu meiner Rechten und natürlich auch Achim Zülf. Daniel, erstmal zu euch. Wir haben eben kurz schon über das Spiel gesprochen. 5:1 hört sich sehr, sehr saftig an am Ende. So klar war das Spiel sicherlich nicht. Ich glaube, am Ende ist es dennoch ein verdienter Sieg. Wie hast du heute die 90 Minuten erlebt? Ja, erstmal guten Abend zusammen in die Runde. Glückwunsch an die Mannschaft vom SV Nierfeld und an den Achim Zöll. Ja, das Spiel heute hat sich jetzt irgendwie so ein bisschen dargestellt, wie es bei uns jetzt in den letzten Wochen leider gelaufen ist. Man muss sagen, wenn man dann nach hier kommt und weiß um, ich sag mal, die Platzmaße und wie so die eigene Mannschaft gestrickt ist, dann fühlte sich das schon irgendwie so an, als hätte mir einer ein Fläschchen Abführmittel die Woche übergegeben. Also mit einem Grummeln im Bauch kommt man nach hier und weiß, es wird in jeder Situation, die im Strafraum irgendwie, ja, wo der Ball reinfliegt, ist es oftmals auch eine 50-50-Situation. Ich finde, wir haben sehr gut ins Spiel reingefunden, haben viele Zweikampfbälle auch gewonnen, die wir spielen wollten. Wir haben heute ein bisschen abweichend von unserer Spielphilosophie viele lange Bälle geschlagen, Chipbälle in die Spitze, weil wir uns davon erhofft haben, dass der Gegner nicht so viel Druck aufbauen kann. Das hat eigentlich gut geklappt. Der Elfmeter aus meiner Sicht war ziemlich schmeichelhaft. Ich glaube, da kommt unser Stürmer einfach nur ins Stocken und der Schiri hat es falsch wahrgenommen. Passiert, gehen wir endlich mal in Führung. Wir sind in 5 von 6 Spielen in Rückstand geraten. Heute gehen wir in Führung. Haben eigentlich gedacht, das wäre sowas wie der Brustlöser. Dann verteidigen wir eine Situation katastrophal, wo der Andi Weiler einfach nur in den Ball reingehen muss. Wir müssen uns unsere Torchancen knallhart erarbeiten, durch Rückpässe und so weiter rausspielen und legen im Umkehrschluss dem Gegner das 1:1 auf. Dann, ja, das 2:1 ist dann auch wieder eine völlige Unkonzentriertheit von unserer Mannschaft, wo der Linksverteidiger bei dem Freistoß, wo der Benny Wiedenau mit dem Schiri noch 3 Minuten diskutieren muss und ihm ins Gesicht gucken muss. Und wir sind nicht in der Lage, den Linksverteidiger, der draußen nicht steht, im Blick zu halten. Der flankt auf den zweiten Pfosten, Ball ist 10 Sekunden in der Luft. Von uns geht keiner hin, der Jansen köpft ihn gegen den gegen die Laufrichtung vom Torwart. 2:1 ist wieder ein Nackenschlag, aber man muss sagen, wir haben in der Halbzeit angesprochen, es ist ja klar, auf dem Platz.